Meine Lieben, this is Riddlery, Freunde. Ich habe nochmal nachgeschaut und, liebe Leute, ich weiß es nicht, ob man das sieht, aber ich habe tatsächlich noch meine CyberSniff 2000 TM-Karte gefunden. Ich weiß nicht, ob da noch... Ich kann erstmal nichts mehr riechen, wenn es nochmal wieder angezeigt wird. Das war, glaube ich, eins. Ich rubbel mal ganz kurz dran. Ja, es riecht tatsächlich immer noch nach all den Jahren nach Meerbrise. Insofern, coole Sache das. Ich werde die auch probieren, außer bei einer Stelle, wo es noch scheiße steht. Die Leute, das gebe ich mir kein zweites Mal. Da ist mir echt schlecht von geworden. Das war so, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, dann gehen wir hier mal wieder rein, zurück. Ne? Was haben wir hier noch für Sachen? So, das ist, da kann man, das ist... Komm, hier können wir noch weitergehen. Okay, machen wir mal. Da kam man nicht drauf auf die Bühne. Oh, wen haben wir da? Oh, lass uns kurz mal gucken. Johnson, hey, Johnson. Johnson, der Barkeeper, passt in das alte Klischee, wer sich unrasiert schlafen legt, steht auch unrasiert wieder auf. Das ist auf jeden Fall ein prima Klischee. Pass mal auf, können wir uns mit dem unterhalten, mit dem guten Johnson. Johnson, aha. Hallo, Barkeeperchen. Wie geht's dir? Was hast du da? Ich heiße Johnson. Und was Sie haben wollen, das haben wir auch da. Was wollen Sie? Ja, Johnson, okay. Johnson, wie sieht's mit dem Bourbon aus, Kollege? Wie wäre es mit Bourbon und Soda on the rocks, mit einem Schuss Limette und einem Schirmchen? Vielleicht noch etwas Obst und einem von diesen biegsamen Strohhalmen, wenn du sowas hast. Sind Sie langsam fertig? Ja. Hier, wir haben keine biegsamen Strohhalme. Darum habe ich Ihnen einen unserer Captain knackiges Fass voll Spaßstrohhalme reingetan. Schätze, das muss halt langen. Was schulde ich dir? Nix, schreibe ich mit auf die Rechnung. Haben Sie eine Schlüsselkarte? Ja, hier. Okay, jetzt trinken Sie schön. Okay, können wir den irgendwie benutzen? Kumquats ansehen, andere, okay. Das ist auf jeden Fall unser Drink, der ist, das sieht das vom Allerfeinsten. Hier sehe ich aber gerade noch... Yeah, Baby! Yeah, Baby! Wir haben 7 Stück schon gefunden. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Das ist auf jeden Fall... So, komm, was gibt's denn für Cocktails, Johnson, Baby? Gib mir, Ach, zeigen Sie es mir einfach auf der Karte. Einen von denen. Kein Problem. Marschiert sofort. Hier, bitte. Mann, diese Drinks sind aber verdünnt. Dafür sehen sie schön aus, Larry. Das kann man nicht. Das Johnson, der Barkeeper, passt in das alte Klischee. Ja, ich wollte gerade auf Johnson den Drink. Ich will den Drink mir angucken. Okay, pass mal, was haben wir hier? Das ist Johnson. Wir reden ja aktuell noch. Das ist so. Pass mal auf. Willst du Ärger, Bruder? Oder gibt's hier Ärger, oder? Hier kommen doch bestimmt eine Menge Kerls rein, die dir ihre Sorgen erzählen. Ist das nicht nervend, Johnson? Doch, sehr. Wird mir ganz übel von. Normalerweise hau ich denen dann die Lichter aus. Warum fragen Sie? Oh, nur so. Ja, ja, wir haben keinen, das ist, was bist denn du für ein Barmann? Also kannst du deine Gäste nicht verkloppen, das ist so unglück, Frauen. You got some women's for me, man. Ja, warum? Nur so, ich mache nur ein bisschen Konversation. Und ich mache hier nur die Drinks. Warum hören Sie nicht auf zu quasseln und bestellen mal was? Wir haben schon was bestellt, das habe ich weggeklickt, glaube ich. Ich wette, du siehst hier eine Menge tolle Frauen, was, Johnson? Ja, warum? Nur so, ich mache nur ein bisschen Konversation. Und ich mache hier nur die Drinks. Warum hören Sie nicht auf zu quasseln und bestellen mal was? Okay, das ist... nett ist er nicht. Bis später, Johnson. Ja klar, irgendwann. Was für ein arrogantes Asche. Komm hier rein. Bitte, eine Durchsage. Antje hat soeben den Strip-Twist-Wettbewerb nach Punkten gewonnen. Manche Frauen dürfen da auch mitmachen, das ist... Können wir da mal ein bisschen dran drehen? Der hintere Teil ist reserviert für Stehplätze. Ja, bis heute wurde er noch nie benutzt. Okay. Naja, das ist, was haben wir hier? Takelage oder was ist Netz? Nein, du kannst dich nicht einloggen. Das ist kein Internet, das weiß ich, aber können wir hier irgendwie rein, raus oder das sind die Kanone, hatten wir schon. Gehen wir hier mal. Hey, halt! Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Sie können doch nicht einfach da reingehen. Das ist privat. Die Frauen könnten da drin nackt rumlaufen, ihre Brüste schwingen auf und ab, ihre Nippel. Oder vielleicht hängen sie wieder mit dem Kopf nach unten, weiß man ja nie. Oh, Entschuldigung. Ich habe nur die Toilette gesucht. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Junge. Ich bin vom Land. Ich kenne alles. Okay, keine Ausrede, wir wollen da rein. Hey, halt! Was glauben Sie denn, wer Sie sind? Oh, Entschuldigung. Okay. Kommen Sie mir nicht... Naja, wie kommen wir wieder... Das ist auch ein Netz, okay. Fast, es war alles falsch. Benutzen.
Wenn du nur ein Rezept hättest und eine Küche. Ja, ja, okay. Gut, aber wie kommen wir hier wieder weg? Komplett, ich glaube, ich muss über die Karte gehen. Ne? Wir gehen über die Map. So, wir sind jetzt aktuell... Wo sind wir? Wir sind, glaube ich, hier, ne? Das ist, wo sind wir? Bibliothek, Schalter des Pursers. Ah, wir sind hier, okay. Wir möchten jetzt aber, das ist das Promenadendeck, okay. Da war Peggy, unsere wunderschöne Schönheit, in die wir uns ganz schrecklich verliebt haben. Das ist die Brücke, das ist die Kapitänskajüte. Gucken wir uns alles noch an. Aber liebe Leute, ne, wir sind ja in der Kabine 0, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Deswegen, ne, Home Sweet Home, wir gehen jetzt mal in unsere Kabine 0. Halbes Scheiße, das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Du schiebst deine Schlüsselkarte mit großer Vorfreude in den Schlitz. Wie deine Spezialsuite wohl aussieht? Ja. Yeah. Geräumig. Sechs. Okay, ich riskiere das mal. Sechs. War das echt sechs? Es riecht ganz leicht nach Diesel, muss ich echt sagen. Das Ding ist, wann habe ich das gekauft, als es rausgekommen ist? 40 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, ich weiß nicht. Und das Ding hat immer noch Rest. Das ist auf jeden Fall amtlich. So, was ich hier aber sehe, liebe Leute. Was ich hier sehe. Yeah, baby. Yeah, baby. Yeah, baby. Westell, we got 8 from off 32. So, das ist also unsere Kabine. Ich musste euch das zeigen. Ich war schon mal hier, ich kenne mich da ein bisschen aus. Und das ist, ja. Hier, ne, schön provisorisches Klo. Kissen, das Feldbett, das ist ein Feldbett, ne, also Kabine 0 hat es auf jeden Fall faustdick hinter den Ohren. Aus Überschüssen der Armee hat man dir allerfeinste Feldbetten zur Verfügung gestellt. Also, das ist gut. Nicht ganz so gut. Es stammt aus Beständen der usbekischen Armee. Und der Grund für den Überschuss ist ganz einfach der. Du schläfst auf diesen Dingern nicht so komfortabel wie auf der gefrorenen Tundra. Ah, jetzt ja. Ah, jetzt ja. Das werden wir uns noch öfter hören. Ah, das ist gut. Ah, jetzt ja. Was, können wir mal ein bisschen uns liegen? Zeit für ein kleines Nickerchen. Wie ich schon sagte, ruhige See. Ah! Oh! Achtung bitte, eine Durchsage. Rolf hat soeben den Wettbewerb im Strip-Solitär für sich entschieden. Strip-Solitär. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist benutzen. Andere zerbrechen, grapschen. Das Feldbett ist auf jeden Fall. Naja, wir wollen eh nicht bei uns übernachten. Wir suchen da schon andere Sachen. Was ist ein schöner Eimer? Ansehen. Auch wenn es so aussieht, als ob zwei Rohre neben deinem Bett tropften, ist es in Wirklichkeit nur eins. Genau, durch die wogenden Bewegungen des Schiffes landen die Tropfen rechts und links neben dem Kopfkissen. Also, das ist ganz gut, glaube ich. Nicht ganz so gut. Rat mal, wo das Wasser landet, wenn die See ruhig ist. Ah, jetzt ja. Man kann übrigens hier auch, glaube ich, beim Game... Man kann den Schiffstabilisator anstellen, ne? Das ist, oder ausstellen, ich weiß es gar nicht. Man sieht gelegentlich, wenn man rausschaut, dann ist das Schiff, glaube ich, ziemlich am... Habe ich den jetzt an, habe ich den nicht an? Okay, jetzt ist er an. Okay, ne? Wir wollen natürlich aushalten, wir wollen natürlich echtes Seemannsgefühl haben, ne? Und insofern, ne, was haben wir, diese wunderschöne Röhren. Auf jeden Fall rot, ich stehe auf rot, ihr wisst das, Freunde. Oh, Larry, mein Junge, die Röhren... rufen. Wie schön. Danke sehr. Danke. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Also, wie sehen die Röhren aus? Dekorativ. Ja. Auf jeden Fall. Was haben wir hier? Wasserleitung. Auf dieser Leitung steht klar und deutlich Wasser. Warum auch immer. Das ist gut.
Sagen wir hier, Sicherheitsdusche. Diese Sicherheitsdusche entspricht in puncto Design und handwerklicher Verarbeitung den traditionellen Richtlinien der Meisterhandwerker von Obihati. Also das ist gut. Nicht ganz so gut. Ihr Leitgedanke lautet, lass sie funktionieren, bis die Garantie abgelaufen ist. Ah, jetzt, ja. Moment, wann wird das sein? Plus minus eine Woche? Klar. Ist circa 12 Jahre her. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Okay. Haben wir ein bisschen Klopapier haben wir wenigstens. Das Klopapier ist wie das Gesicht von Clint Eastwood. Alt und rau, aber sonnengebräunt und noch immer reif für die Liebe. Sein Härtegrad liegt vielleicht einige Stufen unterhalb dem eines Kaffeesacks. Okay, dafür haben wir jetzt 29 Punkte. Das ist gut. Können wir das mal nehmen? 31 Punkte. Okay, was haben wir hier für ein schönes Fass? In diesen Fässern wurde früher einmal giftiger Klärschlamm aufbewahrt. Aber das ist offenkundig vorbei. Also das ist gut. Nicht ganz so. Nicht ganz. Das ganze Zeug ist auf den Fußboden gelaufen. Ah, jetzt, ja. Ja, der gute Larry hat's nicht leicht, ne? Der hat's nicht leicht. So, pass mal auf, was haben wir hier? Die Arbeitsleuchte spendet nur wenig Licht. Der größte Teil des Maschinenraums ist in Dunkelheit gehüllt. Also, das ist gut. Nein, Larry. Das ist sehr, sehr gut. Ja, so ein paar Sachen weiß ich noch nicht. Pass mal, jetzt gucken wir uns mal die Schüssel an. Diese Toilette funktioniert nicht. Sie hat keinen Wasserzulauf und der Abfluss scheint verstopft zu sein. Okay. Spülen. Die Toilette arbeitete noch perfekt, als der letzte Gast sich in dieser Kabine einquartiert hat. Oh, das ist gut. Nicht ganz so gut. Er musste die Abflussröhre verstopfen, damit nicht alles über den Boden floss. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Aber uns ist das egal. Was haben wir hier? Spraydose. Irgendwer hat eine Spraydose in den Toilettenabfluss gestopft. Das ist schlecht. Nicht ganz so schlecht. So läuft dir wenigstens nichts über die Füße. Ah, jetzt, ja. Ah, jetzt, ja. Können wir die irgendwie nehmen? Das ist... Achtung bitte. Eine Durchsage. Walter Forbes, bitte zum Vorderdeck. Walter Forbes, das sind wir nicht. Jetzt ist der Abfluss zwar frei, aber von einer Verbesserung sollte man besser nicht reden. Das ist egal. Ich will jetzt hier eine Runde kacken. Benutzen. Wir machen mal brollig, wie wir sind. Aha. Könntest du. Aber du kannst nicht abziehen. Und hier unten riecht es selbst für dein Gefühl schon übel genug. Pissen? Könntest du. Aber du kannst nicht abziehen. Und hier unten riecht es selbst für dein Gefühl schon übel genug. Okay, können wir nächstes eine Dusche nehmen? Benutzen. Diese Sicht... Also das ist gut. Nicht okay, das hat bloß schon nicht ganz so gut. Okay. Dieses... Nein! Nicht ist... So, pass mal auf. Jetzt mal hier andere Duschen. Ah. So, Duschen. Wie... Haben wir doch gemacht. Ups, Moment. Nochmal. So, jetzt duschen. Okay, kennt er nicht. So, okay. Dann können wir wahrscheinlich nicht duschen. Das ist der Vorhang. Sicherheitsdusche benutzen will er nicht. Gut, also das ist jetzt unsere ne, Kabine 0. Das ist sehr tragisch. Können wir denn da irgendwas mal machen? Gucken wir mal ganz kurz ins Inventar. Das Klopapier auf dem Schiff ist so weich wie eine Sisalmatte. Okay, und was ist das jetzt hier? Dein Lieblingsgleitspray heißt geöltes Schwein. Ich kaufe keine andere Marke. Ich auch nicht. Ich persönlich auch nicht. So, okay, dann gehen wir mal wieder. Das ist alles sehr tragisch, ne? Bin ich ehrlich, also ich bin enttäuscht. Ich bin schwer enttäuscht. Und wir gehen jetzt mal zum Captain, würde ich sagen. Ich möchte jetzt auf jeden Fall mich beschweren. Das kann ja nie angehen, dass wir hier eine Null, halbes Scheißhaus.
Nur mal ganz kurz gucken. Tür, Bullauge. Captain Pfeiffer bringt die ganze Woche hinter verschlossenen Türen und praktiziert ihre einzigartige Form von angestellten Management. Sie fände es gar nicht lustig, wenn du hinter ihr herschnüffelst. Und hinter ihm. Sie ist verschlossen. Vielleicht solltest du mal klopfen. Okay. Dann klopfen wir mal. Klopfen? Ist das wirklich eine gute Idee? Immer. Was wollen Sie? Ich bin beschäftigt. Nichts weiter. Beweg deinen Arsch wieder hier rein. Aber sofort. Hier wartet noch Arbeit auf dich. Okay. Ich muss gehen. Und bring das Sonnenblumenöl mit. Das war übrigens der gute L.O. persönlich. Ne? Das gucken wir mal hier. Ach, das ist die Spitzenreiter, TPL. Das ist dieses Turnier, ne? Okay. Da ist aber noch nicht viel passiert. Wir haben auch noch nicht, dass es... Das lohnt sich, da gibt er doch zu, dass sich das lohnt, ne? Moment. Bescheißen können wir hier auch nicht, ne? Okay, dann... Oh, das ist das Poster, kann ich aktuell nicht angucken. Mhm. Dieses Geländer ist aus einem bestimmten Grund da angebracht. Du weißt nicht genau welcher. Aber es gibt einen Grund. Bestimmt, bestimmt. So, dann gehen wir mal hier hin. Wo kommen wir da hin? Oh. Oh, die Nummer 1. Okay, Nummer 1. Ich rubbel mal, liebe Leute hier. Das ist meine Cybersniff-Karte, ne? Ich rubbel mal, gucken, was das so riecht. Ob ich noch was rieche. Ja, es riecht so ein bisschen nach Ammoniak. So ein bisschen Salmiak. So, das ist auf jeden Fall... Hier, was haben wir hier? Es riecht auf jeden Fall noch. Es ist auf jeden Fall noch ein Duft da. Es scheint sich um eine Art Elektrodose zu handeln. Keine Ahnung, wozu die gehört. Zur Radaranlage, zur Satellitenverbindung, zu dem Videokanal mit den Schweinkram-Filmchen in deiner Kabine? Ich habe Schweinkram-Filmchen? Naja, also... Du nicht. Wie ich nicht? Können wir das öffnen? Mit Hochspannung rumzufingern ist ja immer eine gute Idee. Zu deinem Glück ist diese Dose fest zugeschraubt. Okay, wir müssen echt aufpassen, Freunde, denn man kann tatsächlich, glaube ich, sterben in dem Ding. Man weiß ja nie, wann man so einmal gebrauchen kann. Okay, komm. Besonders hier, mitten auf dem Meer. Ja, ja. Das klingt ja, als sollte ich ihn mitnehmen. Soll ich? Versuch's. Nehmen. Benutzen. Andere. Nehmen. Geht nicht. Der ist nur zur Dekoration da. Jetzt ja. Jetzt ja. Achtung bitte. Eine Durchsage. Die Klimbim-Familie hat soeben den Wettbewerb im Synchron-Croissant-Tunken gewonnen. Die Klimbims. Wer kennt die Klimbims noch, ne? Mit Ingrid Steger und Elisabeth Volkmann, das war, ich habe das damals geliebt als Koten. Da war ich noch ein Koten, als das kam und boah, geil. Liebe Leute, ich sage es erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen mal gucken, dass wir das sehr scheiße irgendwie wieder rauskommen. Das ist, die Cybersniff-Karte funktioniert noch. Finde ich extrem cool. Also das ist, ich weiß nicht, über 30 Jahre alt oder 40 oder 100, ich weiß es nicht, ne? Ja, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde, halt euch wacker, ciao, ciao, und bis zum nächsten Mal, hoffe ich, wenn ihr wieder an Bord seid mit Speak in 45 und dem guten Licious Sweet Larry. Ciao, ciao.